Grüß euch, Michael Monzister. Ja, heute bin ich unterwegs in meiner Heimatstadt, Geburtsstadt in der Nähe. Man könnte sagen, zu einem Film auf den Spuren meiner Kindheit. Ja, was tue ich da? Ich bin auf dem sogenannten Buchberg, mache eine kleine Wanderung neben meinem Wurm. Und auf dem Buchberg, da war mal eine alte Ritterburg-Ruine. Und die will ich suchen. Und warum? Auf der Spuren meiner Kindheit. Ja, ich habe hier praktisch meine Kindheit verbracht. So bis 10, 12 Jahren hin war ich da immer. Und ja, darum sage ich, auf der Spuren meiner Kindheit. Weil ich da als Kind eben auch viel unterwegs war und hier praktisch aufgewachsen bin. Ein bisschen schnaufen und durch. Die ganzen Nikotin. Zigaretten, was man sich reinzogen hat, die spürt man jetzt wieder gewaltig. Aber gesund ist. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Von da sind wir hergekommen. Da geht es eine fast verfallene Treppe hoch und auf alle Fälle schnaufen wie ein Waldrösser drauf. Geht ganz schön steil rauf. Aber fast haben wir es geschafft. Und hier rum sind wir. Eine mittelalterliche Wehranlage. Ich komm schon, David. Bei so einem Wetter natürlich, zwischen Weihnachten und Neujahr, muss man so schon mal ausnutzen. Ne? Das war praktisch so der Wehrturm. Das war so die innere Anlage. So, jetzt sind wir hier rum, am höchsten Punkt, am Buchberg. Tja, was war der Buchberg? Da muss ich mal ein bisschen erst erholen und dann erzähle ich was über den Buchberg. So, machen wir uns erst einmal einen Kaffee, da ist so, ne? Und für meinen Buben einen Tee. Martin, danke für den Feuerstahl, er ist angekommen. Tolles Teil. Ist kalt. Gehen wir mal näher hin.
Ja, warum nicht gleich so? So, gleich mal einen Split-Kochersatz testen, ob was taugt. So. Ja, ich wollte euch was über den Buchberg erzählen. Was gibt es über den Buchberg zum zu erzählen? Der Buchberg war eigentlich eine Festung, die den Handelsweg von Bayern nach Böhmen im Mittelalter überprüft hat. Es gibt ein Gegenstück, das ist dann der sogenannte Ödenturm, das ist dann in Karmünster, das ist dann, muss ich mal kurz orientieren, da drüben. Ist aber leider nicht mehr viel davon übrig, bis auf ein Gasthaus. Und was diese zwei Burganlagen waren verantwortlich für die Zolleintreibungen und so, für die Handelswege zum Überprüfen, was von Böhmen und Bayern waren. Ist eine strategisch wichtige Stelle gewesen im Mittelalter. Weil da die berühmte Kammfurter Senke war und da hat eben der ganze Handelsweg durch hier müssen. Ja, Buchberg. Ja, weil, wie der Name schon sagt, viele Buchen hier oben wachsen. Das ist eine sehr vergessene Wehranlage. Und da ist auch nicht mehr viel erhalten. Nur noch ein paar kleine Mauerreste. Aber wie ich auch schon mal über den Schwarzenberg erzählt habe, für einen Bayern, der was gewohnt ist, viel Touristen um die Nase zu haben, ist es froh, wenn man auch mal ein paar Plätze weiß, die was nicht überlaufen sind. Und das ist eben so eine Stelle, da wo ich als Kind gern unterwegs war und wo ich auch so die ersten Survival-Ansätze gelernt habe. Damals haben wir nicht Survival gesagt, man hat einfach bloß ein bisschen im Wald gespielt und halt die Alten beim Arbeiten zugeschaut. So, jetzt machen wir uns einen Kaffee fertig, für meinen Bub mache ich meinen Tee und dann schauen wir dann noch weiter. Bis dann noch. David! Da unten ist der Redlinger Weiher, das ist der Badesee, der ehemalige Kiesaushub. Da schaut man Richtung Kam, kann man leider nicht recht gut erkennen durch die Gegensonne. Ja, und das war eigentlich alles mal die Festung. Das Einzige, was eigentlich noch übrig ist zu erkennen, ist eigentlich der Hauptwehrturm. Da oben sieht man unseren Brotzeitstand, den wir aufgebaut haben. Und da müssen wir dann wieder runter. Und so neigt sich ein schöner Tag dem Ende zu. War wieder ein kleiner Ausflug. Nichts Weltbewegendes. Aber ich sage immer, wichtig ist, dass man mal rausgeht in die Natur und die Natur einfach genießt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wo ihr euch mitgenommen habt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus, sagt der Monty Michael. Servus.